Harry sagt, guten Morgen, heute am 11. Januar 2022. Es ist 7 Uhr und 49 Minuten. Wir haben 15 Grad. Und keinen Wind. Das ist das Schöne heute Morgen. Jedenfalls hier. So, das Meer hat sich auch ein bisschen beruhigt. Man sieht jetzt hier eine Welle ankommen. Das mit unserem Sonnenaufgang wird heute auch wieder nicht richtig hinhauen. Spielt keine Rolle. Es ist trotzdem wunderschön heute Morgen hier, wenn es auch ein bisschen frisch ist. Aber die Vorhersage für heute ist Sonne. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Für alle Besucher und Urlauber und dann die Windvorhersage auch nur 10 bis 15 Stundenkilometer Sonnenaufgang in 14 Minuten um 7.54 Uhr Sonnenuntergang um 18.25 Uhr. Ja, und heute Morgen mehr Betrieb hier am Strand von Maspalomas. Luftfeuchtigkeit geben die heute an mit 54%. So, und ich gehe jetzt erstmal wieder in die andere Richtung und sobald es hier eine schöne Veränderung gibt, bin ich wieder dabei. So, wir haben auch schon richtig Verkehr hier bei uns am Strand. Hier patrouilliert einmal die Polizei. Und dahinter im weißen Auto, das ist unser Strandmeister, der hier für die wichtigen Sachen zuständig ist und hat gerade seine Runde hier gedreht. So, und jetzt auch ein bisschen Farbe hier im Spiel. Hier sind unsere kleinen Strandläufer wieder, die kleinen Vögel. Emsig unterwegs, immer auf der Futtersuche. So, und langsam noch 2 Minuten, dann hätten wir hier den Sonnenaufgang. Ja, heute wieder angenehme Geräuschkulisse, die Wellen schön einheitlich, so wie man es hier auch kennt und gewohnt ist, kein Vergleich zu gestern und den Tagen vorher. Ja, jeden Morgen ein Geschenk, für mich jedenfalls hier sein zu dürfen, hier entlang zu gehen und ich weiß es jeden Tag zu schätzen. Ja, jetzt wird es richtig schön bunt.
Jetzt kommt die Sonne raus. Wir haben Glück. Es ist ein Wahnsinnsspektakel. Und die Wellen davor, was kann es Schöneres geben? Ein faszinierendes Bild. Ja, mir fehlen die Worte, gerade im Moment. Und das Ganze sieht mit den Wolken jetzt da oben ja noch richtig schön aus. Oder vor allen Dingen anders, nicht nur die aufgehende Sonne, sondern auch jetzt hier die Wolke, die da ein bisschen tiefer hängt, die wird jetzt angestrahlt. Und das mit den Wellen passt wie die Faust aufs Auge. Ja, jetzt gibt es gleich wieder einen Farbwechsel. Wir blicken jetzt auch mal in die andere Richtung.
ja, ich bin wieder sprachlos begeistert. Jetzt kommt wieder die eine kleine Wolke. Und die Schattierungen in der Sonne jetzt. So, weg ist sie. So schnell geht's. Dafür haben wir gleich noch mal einen Aufgang. So, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Und jetzt wärmt die Sonne auch so langsam. So soll es heute auch bleiben, sonnig. Hier wieder viele Ausbuchtungen, also an dieser Stelle war auch die See, das Meer etwas unruhiger. Jetzt ist auch ein bisschen Nachsaison. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger hier auf der Insel für die nächsten 2-3 Wochen so, und dann im Februar, da haben sich wieder viele angesagt, man hört es und liest es auch in den Kommentaren, noch 2 Wochen, noch 1 Woche, noch 3 Wochen und dann sind sie auch wieder hier, die Liebhaber der Kanarischen Inseln. Das muss ja nicht Gran Canaria sein, jeder hat seine Lieblingsinsel und das ist auch gut so. Denn sonst wäre es auf der einen oder anderen ziemlich voll. Auch gerade noch mal jetzt der Vergleich Dominikanische und Gran Canaria. Es gibt überall schöne Sachen und was die Dominikanische natürlich hat, die Vegetation, dafür die Moskitos. Und was man eben auch nicht so schön dort hat, das sind die, ja, das sind die Strände zum Laufen. Das heißt, wo man hier schön spazieren gehen kann. Und da sind die oftmals sehr steil abfallend zum Wasser. Oder die Lauffläche, die Laufbreite sehr kupp, sehr schmal. Also so zum Strandwandern ist das hier in Maspalomas Playa de Ingles schon ideal. Das sind nur Sachen, die einen so auffallen, wenn man dann früh an einem Strand ist und sagt, ich gehe joggen. Und dann überlegt man, wenn man dann am Strand dann ist und sagt, ja, hier kann ich ja gar nicht laufen, also schnell laufen. Das geht ja gar nicht, weil irgendwie die Gegebenheiten nicht dazu passen. Ja, ich muss die Kamera auspacken, weil es eigentlich viel zu schön ist, um nicht aufgenommen zu werden. Jetzt hier, seht ihr, wie die Wellen noch von vorne kommen und von der Seite zurück. Ein bisschen zu spät war ich jetzt, aber wir werden es gleich noch mal sehen. Oh, ist das. So, und hier kommt die Welle wieder zurück. Und da treffen sie sich wieder.
Und was das bedeutet, zeige ich euch auch gleich. Jetzt erstmal hier die Welle. So, und dadurch entstehen hier an der Seite diese Ausbuchtungen. Die dann die gebrochene Welle, die sozusagen hier wieder zurückkommt. Hier an dieser Stelle, es gibt nur zwei oder drei solche Stellen jetzt hier am Strand, die auffällig sind. Ja, ich war ein kleines bisschen zu spät dran. So, und die hat eine Kraft, diese Welle. Also nicht unterschätzen. Ja, ich bin wieder hier. Fast schon am Faro. Und jetzt wird es warm. Jetzt hat man, ich nehme an, 20 Grad. Ja, das Thermometer, ich sehe es gerade eben. Grad. Und es geht jetzt auch sehr schnell. Mittlerweile ist es 8:50 Uhr. So, nochmal der Blick hier in die Berge. Auch ein schönes Panorama mit den Palmen hier davor. So, und überall wieder unsere kleinen Strandläufer hier. Auffällig sehr viele. Immer in kleinen Grüppchen. Lustig anzusehen, die kleinen Vögel hier. So, mit diesen Aufnahmen möchte ich mich dann auch verabschieden und sage bis später zur Realität. Hasta luego, oder wer möchte dann morgen zum aktuellen Wettervideo hier von Maspalomas. Bis dann, hasta luego.